Kasim lässt sich dabei nichts anmerken. Guckt ganz kurz Rodrigo in die Augen, so, ich habe dich gesehen. Scheint aber irgendwie auf 5, 6 Meter Abstand zu bleiben. Schaut so, kurz ja an, wenn du den Augenkontakt hast, nickt ihr die nicht zu, aber schaut dann wieder auf den Kampf. Ja, und dann schaut man zu Prindice an. Ist das normal hier? Vor ein paar Jahren war es das noch nicht. Heute muss man sich wohl damit anfreunden. Zeit, dass wir die Ungeschaffenen wieder von dieser Insel vertreiben. Weltendiskurs vertreiben natürlich. Kasim schaut tatsächlich etwas betrübt. Ja. Ich war selbst nie dort und habe nie gesehen, was dort geschehen ist. Aber eine meiner Lehrmeisterinnen hat während der Invasion der Verdammten ihre gesamte Familie verloren. Sie ist bis heute nie darüber hinweggekommen. Ja, da gibt es leider allzu viele. Man nur hoffen, dass sie in ihrem nächsten Leben mehr Glück haben. Seitdem haben wir uns geschworen, etwas gegen diese. Man kann es nicht in Worte fassen, aber dagegen zu unternehmen. Das habe ich mir auch, Bruder, Schwester, das habe ich mir auch. Er lächelt. Dann sind wir Brüder im Geiste. Während gerade der letzte Bluthund eingefangen wird, könnt ihr sehen, wie eine riesige Gestalt auf dem Turm, auf einem der Türme, die hier ja, sind, die ihr, den ihr als allererstes schon gesehen hattet, weil sich dahinter dann auch Belharion Menning verbarg, nach vorne tritt, an den Balkon, seine Arme gönnerisch hebt. Ihr könnt sehen, wie an einer seiner Hände eine eingewachsene Nahkampfwaffe, sieht aus wie eine Orchidee für denjenigen, der Ahnung hat, könnt sehen, wie sie mit seinem Arm verschmolzen ist, dass er sie gar nicht mehr ablegen kann. Hebt seine Arme gönnerisch nach oben. Er hat seine Plattenrüstung, die martialisch aussieht. Und trotz der sehr gut gepflegten und der hohen Plattenrüstung, könnt ihr sehen, wie er sich sehr, sehr geschmeidig bewegt. Den roten Wappenrock der Bluttemper darüber gelegt. Seine Augen sind blutunterlaufen. Und dann schreit er über die Bevölkerung, die hier immer noch sich laut unterhält. Zeit für das Gebet! Niederknien, ihr erbärmliches Pack! Ihr könnt sehen, wie sich die Kamortgardisten jetzt ein bisschen verteilen auf diesem Platz und diejenigen, die sich nicht sofort bewegen, die Knie zwingen und mit ihren großen Waffen in die Knie schlagen oder sie gleich zu Boden knüppeln. Aber dann haben auch viele schon verstanden, dass man sich da nicht wirklich widersetzen kann. Auch die Leute, die gerade in der Mitte stehen vor dem aufgebauten Honinger Marktplatz, gehen auf die Knie und haben eine andächtige Haltung angenommen. Ja, ich gehe sofort auf die Knie. Kasim geht auch sofort auf die Knie. Aber wenn Bedidjian so aus die Urtulamide versteht, wird er noch ein kurzes, mögen die Herren der Elemente es mir verzeihen, hören. Da musst du durch, mach einfach mit, antworte ich dir auf Urtulamide. Er nickt nur kurz. Ihr könnt sehen, wie einer der Priester wohl neben Pergin tritt, ebenso in rot und schwarz gekleidet und dann sämtlichen Leuten das Gebet vorspricht. Das ist quasi genau das gleiche Gebet oder ähnlich, mit ähnlichem Inhalt wie das, was es schon auf dem Marktplatz gab. Vom Inhalt her, die Welt ist ein Kampf, das Leben ist ein Kampf, der Stärkere und der Unbarmherzige gewinnt am Ende. Und am Ende ist nur die Frage, ob Ruhr-Gror erschlägt oder umgekehrt. Das ist aber eine sehr, sehr verdrehte, belhalasche Auslegung des Ruhr- und Gror-Glaubens. Er betet also vor und während ihr auf die Knie selbst sinkt, könnt ihr auch hören, wie meistens die Worte mitgemurmelt werden, aber an der einen oder anderen Stelle wird das Ganze wohl merkwürdig verkehrt. Auch Brindigian, der als Maraskana hier weiß, wie man betet, auf seine ganz eigene Art und Weise, kann das Ganze nachsprechen. Ja, man murmelt so etwas wie als seine Satzfetzen verstehen, gerade Kasim, der neben Brindigian kniet. Einzigartig ist seine Schleue.
Kein zweiter teilt seinen Mut. Herrschen soll er wie Pergi. Triumphieren möge er wie Kurfahrt. Was auch immer das bedeutet. Und nach einiger Zeit endet dann das Gebet in Richtung von Belhalhar, Ruhr und Gror, sowie Helm Hafax als sein, ja, als sein Untergebener. Und der Priester, der oben stand, beziehungsweise auch die Kamordgettisten haben das gar nicht so sehr wahrgenommen. Brindigion hat ein leichtes Lächeln auf seinem Gesicht und alle dürfen sich dann wieder erheben. Also hier, Rodrigo Gilligin hat einfach nur ein paar Mundzeichen geformt, ohne irgendwas zu sprechen, scheint er einfach nur so bla bla bla, ohne was zu sagen eben zu machen. Dass es aussieht, als wenn er seinen Mund bewegt mit dem Gebet, mit den anderen zusammen. Kasim wird einfach versuchen, das nachzusprechen, was Brindigion neben ihm spricht, da er keine Ahnung hat, was das für ein Gebet ist. Ich habe ja schon im normalen Flachland keine Ahnung, aber Maraskan ist nochmal eine Ecke schlimmer. Ja, wie gesagt, dir fällt das auch auf, dass er an der einen oder anderen Stelle Dinge murmelt, die da gar nicht hingehören, die aber von dem einen oder anderen auch geteilt werden. Ganz merkwürdig. Man ist sich bewusst, dass Brindigion ein glaubwürdigerer und freundlicherer Mensch ist als die da oben und spricht dann lieber ihm nach. Wie gesagt, einzigartig ist seine Schlaue, kein zweiter teilt seinen Mut. Herrschen soll er wie Pergi, triumphieren möge er wie Kurfahrt. Dann erheben sich die Leute wieder und es ist wieder unglaublich laut. Der Klatsch beginnt wieder. Alle warten darauf, dass die Honinger beginnen. Also gerade wenn es wieder lauter wird, rede ich mal weiter leise auf Utula Media mit Rashbajin und erkläre so, wissen, Pergin war mal ein König auf Maraskan, ungefähr für 3 oder 4 Tage, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hat er regiert. Und Kurfan hingegen war der letzte Fürst der Aretiniden. Und nachdem er abgesetzt wurde, wurde er von den Bruderschwestern in Yagan gelyncht und zerstückelt. Kafajas wissen davon natürlich nichts, wenn die Bruderschwestern so beten. Ihr lasst euch wenigstens nicht unterkriegen. Das spricht für euch. Ihre Schwester hat damals gesagt, wir sollen uns biegen wie die Gräser im Wind, aber nicht brechen. Das tun die meisten, so gut sie es können. Weise. Bin auf jeden Fall gespannt, was diese Honinger uns jetzt erzählen werden. Ich auch. Lass uns einen guten Platz suchen. Definitiv. Er folgt ihm ein bisschen, um sich einen vernünftigen Platz zu suchen, wo man auch gut sehen kann. Ja, die Honinger Geschichten beginnen und Kasim wird relativ schnell klar, dass das überhaupt nichts mit den Theatern im Mittelreich zu tun hat. Auch keine Ahnung von den Theatern im Mittelreich. Ja, genau, also das ist das Problem. Du hast zwar mal das ein oder andere davon gelesen, vielleicht in einem Buch, in einer staubigen Bibliothek, hat dich nicht so ganz weitergebracht, aber auch Rodrigo, der vielleicht mal ein Theater mitgemacht hat, gesehen hat, ja, das ein oder andere Mal, auch hier wird sehr schnell klar, dass das überhaupt nichts mit mittelreichischen Traditionen zu tun hat und auch die Stadt, in der sie wohl spielen, die gibt es wohl so gar nicht, wie sie dargestellt wird. Was ist denn mit Ephadaios? Ist der mittlerweile irgendwo anders oder läuft er noch ziellos im Hafen umher? Nee, der wird dann sich auch Richtung diesem Spielplatz der Honiger aufgemacht haben. Und Yalan ist auch in Richtung Norden unterwegs, richtig? Ja, vorher mit Abstecher am Kriegshafen vorbei. Da kommst du ja so an sich gar nicht rein. Also wenn du nochmal vorbeiguckst, kannst du wie gesagt die schwer bewaffneten oder schwer bewachten Tore sehen. Ja, kannst du nochmal vorbeigucken, aber da kommst du so nicht rein. Oh, ich wollte auch nochmal vorbeigeschaut haben. Ja, das Theaterstück. Es beginnt damit, dass ein Haran, ganz merkwürdiger Titel, Jagomold von Elendwina, ja, auftritt. Er stellt sich selbst so vor, das heißt, er schreit es einmal laut herum, sodass jeder auch seinen Namen weiß. Wird also nicht im Stück erwähnt, sondern es gibt ein direktes Metaspiel mit den Zuschauern, der dann
auf diesem Platz hin und her geht in der Elendina und tötet dann einen Hund von einem anderen Haran, lässt ihn dann in Havena zurück, wo auch immer dann, wie er von Elendina nach Havena kommt, keine Ahnung, aber das ist dann wohl der Hund von jemand anderem. Das ist dann der Hund von dem Haran von Werheim. Werheim liegt direkt nebenan. Er geht dann umher, ruft dann einige Dialogfetzen von seiner Position aus zu. Da kommt plötzlich ein Haran aus Havena bei ihm an. Sie unterhalten sich, es ist total gekünstelt. Ein zorniger Monolog, der dann ausgetauscht wird. Höre zu, schmählicher Bube aus Werheim. Ein Parder ist ein Parder und kein Lamm. Naja, so gestellte Dinge, die man sich dann wohl von den Fremdijis erwartet. Die Havenaraner auch ganz merkwürdig dargestellt. Es ist wohl irgendwie ein kleines Dorf mitten in den Bergen, was Rodrigo ja natürlich weiß, dass das eben nicht der Fall ist. Verdammenswerter Buhling, der du dich eine Mutter nennst, auch du, verbodernder, faulender Gattenmörder, ich bin euer Ränkespielleid, Feindschaft sei für dahin zwischen uns. Total seltsame Dinge. Und ja, es geht weiter, der Hund wird dann gefunden, der dann ermordet worden ist. Einige Soldaten kommen, die dann mit Schnittern zerschnitten werden. Eine Bluttat, die gefordert wird, weitere zornige Monologe. Das ganze Stück ergibt an sich irgendwie gar keinen Sinn, aber die Leute klatschen. Hauptsache, es fließt viel Blut und nach etwa, naja, nach Stunde, während ihr da mit offenen Mündern vielleicht guckt, ist mehr als die Hälfte der Leute tot. Ihr habt immer noch nicht verstanden, worum es ging, aber es ging wohl dabei um eine komische Intrige, wobei der eine Hund wohl ziemlich wichtig war und dann führten die Harane gegeneinander Krieg. Ihr habt es nicht verstanden. Während des Stücks werfe ich immer mal so oder rufe mal gut gemeinte Ratschläge immer rein auf die Bühne, so wie die Zauberhexe von Arivor soll den Schersack von Elendina erschlagen. Ja, die Leute neben dir, die Maraskaner, werden natürlich ebenso gute Ratschläge mit einwerfen und teilweise bedanken sich dann auch die Schauspieler auf der Bühne für die guten Ratschläge und nehmen das dann auch ziemlich frei in ihr Stück auf. Ja, am Ende steht der Mann, der Haran aus Werheim, auf seiner Burg und ruft dann herunter, dass er ein starker Herr ist, weil ihm jetzt Werheim gehört, durch einen Verrat und Intrige gewonnen. Was bin ich friedlich, was bin ich fröhlich, trotz der düsteren Zeiten? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Daraus drückt sich etwas durch die Menge und bekommt dann die letzten Minuten damit. Ja. Was sollen wir uns das damit, was sollen wir uns das sagen, Grinigian? Die Erklärung kommt zum Schluss, warte ab. Ah ja. Die gesamte Bühne ist jetzt voll von rotem Blut. Ihr seid doch echt nicht sicher, ob das Kunstblut ist oder ob sich die Honinger Theaterspieler nun wirklich abgeschlachtet haben auf der Bühne. Zumindest waren die Schnitter echt, die sie benutzt haben. Und ja, man konnte vielleicht das ein oder andere Mal sehen, dass man schnell den Arm eingezogen hat und da dann ein anderer hinter dem Rücken hingeworfen worden ist. Aber das ist echt viel Blut. Und ja, ihr zählt es kurz ab. Ungefähr 10, 12 Schauspieler, die jetzt da tot in rotem Blut liegen, während ein einziger noch da vorne steht und wie gesagt jetzt gerade diesen Werheimer Monolog gehalten hat, schaut jetzt ins Publikum, alle beginnen zu klatschen. Die Moral von der Geschichte, Brüder, Schwester, die Moral folgt auf dem Fuße. Und dann könnt ihr sehen, wie sich alle Schauspieler erheben, ihre Schnitter packen und mit einem Sturmangriff in Richtung der Kamortgardisten stürmen. Dann bricht Chaos aus. Ihr könnt sehen, wie sich aus den ja, Zivilisten einige Leute herausschälen, die ihre Hände heben und dann Sprüche schreien. So etwas wie Fulminictus Donnerkeil oder Ignis Fero. Überall ist Chaos, Dinge explodieren, Kamortgardisten laufen auf die Schauspieler zu, die Schauspieler verteidigen sich. Eine riesige Explosion, die ausgelöst wird, einfach dadurch, dass jetzt der Ignis Fero losgelassen wurde. Ihr könnt sehen, wie Belharion Menning nach unten springt vom Turm und mit seinem Schwert gepackt, es glitzert wie ein schwarzes Endurium, einige Schauspieler versucht zu schlachten. Die halten natürlich ihre Schwerter ziemlich gezielt
ja, entgegen versuchen zu parieren. Die Schnitter zerbrechen allerdings. Ihr könnt sehen, wie Zans entfesselt werden, mehrere, und sich weitere Zivilisten ja als Soldaten ausgeben, als maraskanische Freiheitskämpfer, die sich dann ebenso mit Schnittern bewaffnet in den Kampf stürzen und ziemlich viel Blut fließt. Diesmal allerdings echtes. Kasim packt Brindidlian und so mehr eine Mischung aus leisem, leisem Reden und Schreien in sein Ohr. Das ist die Gelegenheit, wir müssen los. Ja, richtig. Das ist der Punkt, den wir brauchten. Mit dem Blicken Rodrigo, um ihm quasi mit dem Blick zu signalisieren, jetzt. Man sieht Rodrigo, wie er gerade sozusagen seine Gürtelschärpe, die er sich etwa umgebunden hat, die gar nicht notwendig war, um den Kopf bindet. In schnellen Zügen, um sich zu vermummen. Was ihr sehen könnt, ist, dass nicht alle an den Kampf eingreifen. Gerade Rodrigo, der versucht ruhig zu bleiben, das Ganze zu analysieren, kann es sehen. Auf der anderen Straßenseite stehen zwar ebenso Bluttempler und sie wollen ebenso ihre Waffen ziehen. Die Hand allerdings wird die Hand von Xaphaera, eine besonders martialisch aussehende Söldnerin, legt sich auf die Hände der anderen Söldner und ihr könnt sehen, wie sie Zeichen gibt. Sie sollen nicht eingreifen, sie gucken sich das Ganze an, auch wenn ihr sehen könnt, dass sie zornesrot ist und so, schlachten nur wenige Leute, wenige Belhalhar-Paktierer, Minder-Paktierer gegen die Schauspieler umher, verteidigen sich, gehen selbst in den Sturmangriff wütend umher. Ihr könnt dann auch sehen, wie sich nach einigen wenigen Schnitten die Theaterschauspieler, die Honinger Barden, zurückziehen, tauchen unter den geführten Streichen der Kamortgarde ab, haben sie nur kurz geritzt. Ihr könnt sehen, wie sie fast explodieren, wie sie wütend werden und dann auf sich selbst einhacken. In einem Blutrausch können sie nicht mehr wahrnehmen, wer nun der Freund und wer nun der Feind ist. Und ja, es liegen zwar einige tote Schauspieler dann am Boden, aber viele konnten sich dann über die Dächer retten. Die Zivilisten, die wahrliche Zivilisten sind, sind auch gerade dabei, dann zu fliehen, retten sich ebenso in ihre Türme, in ihre Häuser und versuchen über die Planken weiter wegzukommen. Kasim während dem Rennen ruft er zu Brindidjan: Die Söldner, die nicht eingreifen, was sind das für welche? Das sind die Bluttempler. Und warum greifen die nicht ein? Verstehe einer die Hufflejars? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade sie hassen sich wahrscheinlich untereinander so sehr, wie wir sie hassen. Also von dem her ist das eigentlich gut für uns. Ich habe gerade einen von der Kamortgarde gesehen. Die rasten völlig aus. Die hauen auf alles und jeden. Die sind im Rausch. Wie ihr niederhöllischer Herr im liebsten sieht. Ihnen ist egal, wessen Blut sie vergießen. Hauptsache Blut vergießen. Und ich glaube, er atmet einmal tief durch, während die Schauspieler wussten das. Das war vermutlich ein ganz gezieltes ins Wespennest stechen. So ein Feuerball ist extrem gefährlich, wenn man nur genug von ihnen den Blutrausch bringt. Dann schlachten sie alles ab. Gut für uns. Das ist der Moment, den wir brauchten. Ja. Wir sollten schnell zur Taverne Usak und dann aufbrechen. Ja. Das wäre am besten. Okay, ihr drei direkt nebeneinander im Eilschritt in Richtung Süden, wieder zurück zur Taverne Usak. Was ist mit Rodrigo? Der hat sich jetzt einen Schleier vors Gesicht gebunden. Ja, genau. Ich will ganz gerne hier und dann in die Innenhöfe, um zu gucken, wo er hier irgendwie nach Süden kann. Das sind ja meistens wahrscheinlich Brücken. Irgendwo wird man hier runter mal hertauchen können. Und wird dann im Endeffekt hier so einen Weg ungefähr hier so zurücklegen und gucken, dass er hier irgendwo entlang kommt und dass er dann irgendwann diesen Weg hier, diesen Hauptweg wieder findet, wenn er erstmal weit genug weg ist. Ja, du kannst auch über der Stadt hinüberlaufen. Also wie gesagt, viele Zivilisten laufen jetzt durch die verschiedenen Häuser hindurch, die ihnen auch gar nicht gehören, aber sie werden aufgerissen und Treppen nach oben gelaufen, sodass man dann allesamt über die Planken fliehen kann. Auch du wirst da als zwar Fremdigi, aber in der Hektik hat man da keine
kein Auge für, sodass auch du, wenn du wolltest, über die Stege fliehen könntest. Das ist relativ angenehm, wenn du nicht durch den Matsch hechten musst und dann direkt von Haus zu Haus durch die Fenster laufen kannst. Also das ist auch für dich möglich, wenn du willst. Ja, kam da trotzdem hier am Boden irgendwo raus wieder und dann kommt da trotzdem. Kommt da trotzdem irgendwo hier zu Fuß wieder raus, hier an der Stelle so. Tretet ihr die Flucht in Richtung Süden, alles klar. Kommt Ephigen mit Brindijan und Rashvajin mit? Genau, das war nur die Frage. Vermute ich jetzt. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du natürlich was anderes tun. Doch, guter. Ja. Man meint dann zu, während man rausgeht, zu Rashvajin, wenn wir im Dschungel sind, können wir versuchen, mit einer Wetterveränderung uns hinter uns den Weg zu verschleiern. Wenn wir es bis in den Dschungel schaffen, dann brauchen wir keine Tarnung mehr. Der Dschungel ist Tarnung genug. Das Tor wird noch schwierig. Ich kann einen Zauber, vielleicht kann ich das Tor aufbrechen, wenn es nicht bewacht wird. Ich könnte vielleicht ein oder zwei Wachen kurz ausschalten. Wenn alle Wachen auf einem Punkt wären, könnte ich sie vermutlich allesamt ihrem Schöpfer befördern. Sehen, wir müssen improvisieren. Auf jeden Fall müssen wir zu einem der Tore. Wenn wir hier sind noch. Sagt hier Ramirez, ich glaube, wir werden verfolgt, oder? Ich habe die Typen schon davor hinter euch stehen sehen. Er dreht den Finger die Straße nach Norden hinauf. Das sind tatsächlich auch Flüchtende, aber du erkennst sie. Also, die haben überhaupt keine Lust, sich bei den Kämpfen der Belhalhapakdira zu beteiligen. Der eine, das ist der Koscher, das ist der Kommandant der Hafengarnison, der so merkwürdig gesprochen hat. Der andere, die anderen beiden sind unbekannt. Die eine sieht so ein bisschen aus wie eine Raya-Geweihte, allerdings etwas wilder. Und sie sind ja auch, ja, vielleicht währenddessen aufgefallen, während des Spiels, denn auch du hast den Blick dafür. Sie haben sich peinlich genau von den anderen Herrschern distanziert. Das heißt, von den Leuten, die hier auf dem Turm standen, von den Leuten, die hier oben im Nord standen, haben sie hier eine dritte Partei aufgemacht. Das heißt, es gibt da wohl einige Konflikte. Das konntest du mit deinem Kriegerauge sehen. Sie sind jetzt gerade dabei, ebenso wie ihr zu fliehen. Allerdings verfolgen sie euch nicht, sondern sie sind auf ihrem eigenen Weg gerade. Das kommt, wir gehen ja keinen Umweg. Und er will sie ganz gerne hier oben entlang führen und hier so entlang führen, hier so entlang führen und hier so entlang führen, hier so entlang führen. Wenn man die unten sieht, dann nimmt man die mit und dann geht man erstmal hier in so einen Hinterhof. Ja, Jarlan ist zusammen mit Ragnar dann nach seinem Ausflug zur Hafengarnison, wo man sich dann weiter ausgetauscht hat über den nächtlichen Plan, ist er dann auch in Richtung Norden gegangen, wo dann gerade die kleine Vierergruppe ihm entgegenrennt. Wenn ich sie sehe, hebe ich erstmal die Hand zum Gruß. Alter, komm mit. Wir sprechen gleich, komm mit. Wo gehen wir denn hin? Kaum sind wir in diesem Hinterhof. Da oben ist gerade ein Kampf entbrannt und ich hatte keine Lust jetzt, dass die irgendwie die Wachen alle möglichen Leute angreifen oder festnehmen. Deswegen lass uns kurz hier bleiben, bis sich das Ganze so in ein paar Minuten beruhigt hat. Wir haben eine Frage gehört, wird da oben gezaubert? Ja, sie haben Massenkampfzauber eingesetzt. Ein Feuerball ist geflogen, es sind überall Leichenteile rumgeflogen, das Blut spritzte bis zum Himmel. Ich weiß nicht genau, ich glaube, das war so eine Art Intrigenattentat oder so, könnte man sagen. Über euch könnt ihr sehen, wie mehrere Männer über die Dächer hinüberspringen, also gar nicht so sehr die Planken benutzen, sondern die Dächer. Ihr könnt für einen kurzen Moment erkennen, dass sie wohl aussehen wie die Honinger. Und von der Hauptstraße, also wenn man das als Hauptstraße bezeichnen kann bei diesem Chaos, könnt ihr dann gedämpft durch den Lärm hören, wie Leute nach draußen gezogen werden, wie, ja, man hält sich nicht viel mit Verhören auf, sondern die Leute werden gleich direkt geschlachtet. Die Schreie, die dann von den Maraskalern kommen, verstummen dann und ihr könnt euch denken, was passiert. Die Leute, die Besatzer sind gerade in einem Trausch und fangen an, wahllos irgendwelche Zivilisten rauszuziehen. Sollten hier verschwinden. Können wir irgendwas tun? Mehrere Hörner werden geblasen, die dann auch erwidert werden. Wir müssen Gas geben. Können wir mal einen von diesen Honingern irgendwo abfangen oder sind die außer Reichweite? Du
könntest vielleicht auch nach oben klettern, wenn du schnell genug bist. Ich sage einfach mal, eine Kletternprobe erschwert um 5. Wenn das dir da gelingen würde, dann könntest du gerade einen der Honinger noch erwischen. Dann versuche ich das mal. Während das mache ich bei dem Bonus, oder? Unten bei dem Modifier eine plus 5 eintragen. Denke aber, dass der sich selbst um alles schlingende Stabseil die eine Erleichterung auch noch gibt. Wie denn? Meisterentscheid, glaube ich. Ja, nehmen wir einfach mal eine 2, wenn du jetzt dein Seil benutzen willst, um dich daran hochzuziehen und dann nicht so sehr deine eigenen Hände benutzen willst. Also insgesamt 2 erschwert jetzt, oder? Genau, einfach mal, mach mal eine plus 3 raus, also eine 2 Erleichterung mit einer 5er Erschwernis. Dann kannst du gerade sehen, ziehst dich nach oben, wie die drei Honinger leicht entfernt voneinander, grazil, wie es Maraskana eben nur können, sich über die Häuserdächer in Richtung Süden absetzen. Okay, also zu schnell für mich. Zu schnell für dich. Krasul, dann kletter ich wieder runter. War ein Versuch wert. Was ist los, werden wir verfolgt? Was hast du gesehen? Nein, die Honinger sind dort über die Dächer gesprungen. Vielleicht hätte man einen abpassen können und auch irgendwie rauskommen aus der Stadt. Geschichtenerzähler, warum springen die über die Dächer? Erklären wir dir, wenn wir Zeit haben. Also so wie die ausgewichen sind im Kampf, waren das bestimmt keine Geschichtenerzähler. Die waren flink wie ein Wiesel, die konnten einem Schwerthieb ausweichen. Also waren es Freiheitskämpfer. Mit oder jeder für sich, das ist mir egal. Legt euch in Sicherheit. Gehen wir am besten zurück zur Taverne, oder? Ja, lass uns getrennt zur Taverne zurück. Irgendwo findet er sagt getrennt, schnappe ich mir Ragnar und durch irgendeine random Straße geht's dann los. Ja, ein paar Gassen will Rodrigo auch wieder zurück zur Taverne. Etwa 10 Minuten später steht ihr wieder in der Taverne, das Freie Königreich, und könnt dann auch sehen, wie Viborn gerade mit hochrotem Kopf gemeinsam mit euch eintrifft. Alter, Scheiße, was habt ihr getan? Ich hab gesagt, wir müssen bleiben. Viborn, ganz ruhig. Das waren wir nicht, das waren Attentäter, maraskanische Attentäter, die sich hier als diese Schauspieler ausgegeben haben. Vermutlich Freiheitskämpfer. Das ist trotzdem aber scheiße. Ich meine, wir wollten sowieso erst morgen los, aber wenn sie jetzt die Tore dicht gemacht haben, wenn das morgen immer noch der Fall ist, dann können wir das vergessen. Eigentlich wollten wir uns doch ihnen anschließen. Na, dann müssen wir vielleicht 1-2 Tage warten. Was haben sie denn da oben gemacht? Ihr habt durch den Klatsch gehört, dass sie wohl aufgetreten sind, aber... Sie sind aufgetreten... Theaterspieler fangen doch keine Schlachterei an. Diese schon, und sie waren offenbar nicht allein. In der Masse hat es wohl einen Magier gegeben, der hat Feuerbälle geworfen. War nicht nur ein Magier, das waren mehrere sogar. Ja, wir können froh sein, dass wir nicht getroffen sind, so ein Feuerball äschert die meisten Menschen mit einem Schlag ein. Aber was sehr interessant war, dass die Krieger dieser Kamortgarde sind richtig abgedreht, als sie verletzt wurden. Die haben nicht mehr unterscheiden können zwischen Freund und Feind. Genau. Und die Freiheitskämpfer, ich nenne sie jetzt einfach mal so, schienen das gewusst zu haben. Unsere Tarnung ist also aktiv? Unsere Tarnung ist aktiv. Gut. Ja, wir sind ja geflogen. Ich hatte richtig Panik. Verdammt nochmal, wir sind in einem schwarzen maraskanischen Nest und wenn jetzt die Tore dicht gemacht worden sind, nachdem sie die Rufe, die Töne ausgetauscht haben, habe ich wohl gehört, dass die Tore dicht gemacht worden sind, kommt keiner mehr durch. Wie auch immer. Aber wenn unsere Tarnung aufgeflogen wäre, dann säßen wir jetzt hier auf dem Präsentierteller. Tja, dann hätten wir das tun müssen, was ein guter Seefahrer tut. Man kapert ein Schiff und fährt es hier raus. Scheiße. Natürlich wäre das wäre scheiße gewesen. So, aber haben wir noch alle Optionen offen. Also, ich habe zumindest die Ausrüstung, die wir jetzt brauchen. Das, was mir Emira Misabu gesagt hat. 2 Seile, 30 Schritt lang, und damit sollen wir auf die Bäume kommen. Noch ein paar Sachen. Ich habe hier Jager, Nüsse, die wurden uns von den Alchemisten mitgegeben. Die sollten wir am besten heute schon einwerfen. 3 Tage, habe ich gehört. Was waren die Dinger? Satt.
Er öffnet mal so ein kleines Glas, schraubt es auf, ist in Öl eingelegt, ne? So kleine Nüsse tatsächlich. Aber esst langsam, Bruder, Schwestern, die sind recht würzig. Warum sollten wir die jetzt essen? Damit wir die nächsten Tage nicht essen müssen. Aber wir sind doch noch hier. Wir müssen erst einmal einen verlässlichen Weg aus der Stadt herausfinden, bevor wir uns... Und dann vielleicht brauchen wir ein, zwei Tage, um alleine den Weg aus der Stadt rauszufinden. Dann sollten wir sie dann essen, wenn wir nicht aus der Stadt raus sind und das erste Mal Hunger haben. Wir haben genug. Ich will zumindest nicht, dass wir unsere Beutel noch mit weiterem Essen und Rationen belasten, denn der Weg wird auch so schon schwer genug werden. So auf weiter in den afrikanischen Dschungel. Ja, dann Vibo Jin. Geh der Jin, check die Hand aus. Dann geben wir mal so ein Ding her, ich probier die mal. Wenn die würzig sind, muss man sich vielleicht mal dran gewöhnen. Nenn mich nie wieder Vibo Jin. Nicht Vibo Jin? Nein. Oh. Nie wieder. Weil sonst? Weil ich das nicht will. Gut. Hör mal zu. Wir können uns wieder hier, wenn wir nicht auf dem Schiff sind, zwar gerne duzen, das habe ich schon mitbekommen, aber ist okay. Wir sollten trotzdem Respekt voreinander haben. Und wenn ich sage, dass ich nicht Vibo Jin genannt werden will, dann ist das so. Respekt. Ganz ruhig. Ihr müsst gerade reden. Einfach die Nuss her, Herr Zwoter auf Jachowitz hier. Dann will ich die mal probieren. Ja, schiebt er dir eine vor Öl triefende Nuss rüber. Ich wäre vorsichtig, unser Maraskaner hat gesagt, sie wären würzig. Ja, ja. Und Rodrigo scheint die erstmal so ein wenig in den Händen zu drehen, zu begucken und das Öl ein wenig mit den Händen abzumachen von der Nuss. Nachdem er ein paar Sekunden lang das Ganze gemacht hat, die Nuss in den Händen ein paar Mal hin und her gewendet hat, schnuppert er noch einmal dran und dann... Tja, wie groß ist die Nuss? Prinzipien, weißt du das? Faust groß ist die. Faust groß, ne? Dann also kann man nicht ein Stück essen. Genau, dann wird sozusagen jetzt hier ein Messer gezückt, mal in zwei Teile geschnitten und mal da reingeguckt, mal im Innenleben geschnuppert und ja, die eine Hälfte wird sozusagen einmal kräftig reingebissen. Ich habe beobachtet das mit einem wissenden Grinsen.